Hallo meine lieben Freunde, da sind wir wieder zu einer neuen Folge Pharma-Drama. Ich habe mein erstes Feld komplett fertig. Und zwar nicht nur gedroschen. Ich habe alles weg. Stroh ist weg. Alles ist weg. Alles ist fertig. Wir müssen mal gucken. Irgendwo hatte ich noch einen Zeter. Ah, der liegt da. Natürlich schlecht. Sind jetzt die scheiß Sämaschine hin? Ich werde verrückt. Tja, der fällt leider immer um, das wissen wir auch nicht warum, aber der fällt immer um. Brauche ich eigentlich fast auch nicht mehr. Ups. So, jetzt schon die Mähdrescher. Ups. So. Das Schneidwerk stört. Ich muss unbedingt noch schauen, ob wir einen schicken Deutz Drescher finden. Im Livestream, wenn jemand einen schönen Deutz Drescher findet, könnt ihr mir gerne zukommen lassen. Ich weiß, die meisten von euch wissen, dass ich einen habe im Ordner. Der ist aber von Lazy Farmer und den werde ich auch nicht benutzen. Das ist ein Deutz. Aber den werde ich nicht benutzen, weil der nicht mir ist. Die meisten von euch wissen das, dass ich den habe, aber ne? Wie gesagt, der wird nicht benutzt. Also einen schönen schicken Deutsch-Drescher, das wäre noch so ein Ding von mir. Tja, genau. Das Problem ist, die machen dadurch. Das ist mein Problem, dass die Idioten das auch noch machen. Das ist genau mein Problem. Das Ding heraus hier. Weiß nicht, was ich hier mit soll mit dem riesen Ding hier, aber naja. Es wurde gekauft, also wird so benutzt. Ups. Jimmy, wo ist meine Sämaschine? Ey, die habe ich doch am Feld dran. Bin noch nicht ganz fertig. Na Gott. Naja, dann sieh zu. Bin voll bei. Ja, du bist voll, ja, das weiß ich, ja. Ja, bis gleich, Alter. Ja, halt drauf, Alter. Ich muss mal tanken. Bei dir auf dem Hof? Ja, kannst machen. Okay, danke. Ach, das war bestimmt nur wieder ein Fehler. So, mal ein bisschen zetern hier. Was zum Geier macht der da? Du, ich finde deine Tanke hier nicht. Die ist auf der anderen Seite, wo der grüne Pickup steht. Beim Hühnerstall. Alles klar, gut. Dann mache ich den Trecker voll und dann arbeite ich weiter. Was hast du denn hier gemacht auf dem Feld? Na, ich bin da voll bei. Ja, eine vorher so, die andere so. Um Gottes Willen. Ja, ich habe doch gesagt, ich habe von meinem Onkel den Trecker. Ja, da fehlt das. In der Mitte hast du doch was stehen lassen. Ja, das mache ich gleich weg, wenn ich fertig bin. Ja, das glaube ich, ja. Bleib mal ganz ruhig. Ja. Okay, bis nachher. Ja. Nicht auch nicht Schlimmes. Meine Nerven.
Und das hier, Leute, ohne Scheiß, das ist mein erstes Heu. Und ich weiß nicht genau, wie viele Folge ist das hier, Pharma Drama? Genau, Agrafen. Du, der war gut. Der Starliner, egal, es gibt ja, ich weiß nicht genau, wie die alle heißen von Deutsch, die Modelle. Aber so einen hätte ich gerne. Das wäre cool. Das wäre richtig, richtig cool. Ich weiß nicht, warum ich das lange Ding hier habe, aber egal, ich hab's. Und jetzt will ich an den Schwartdings dran kommen. Ups. Oder ist nicht das wahr, oder? Ah, das könnte klappen. Da weiß man nicht, wie ich da rankomme, sag gleich. Ja, hallo? Ja, Müller. Ja, Herr Schöffeldinger? Der Reitmeier steht hier vor mir. Schon wieder? Ja, der möchte sein Frontlader verkaufen. Noch einen. Und diesmal ja. Könnte es wirklich knapp werden. Was ist es denn für einer? Ein Profiline FZ60. Moment, ich will mal gerade schauen. Jetzt machen Sie hin, das kostet mich alles Zeit. Das ist schon nett, dass ich Sie überhaupt anrufe. Das sind auch Geschäfte, die mir durch den Lappen gehen. Ich komme ihn holen. Ist meiner. Okay. Bis gleich. Schönen Tag noch. Ja. Das ist doch unfassbar. Oh. Wo fährt der hin? Der fährt doch durch meine Gasse hier. Ich würde sagen, die Bremse gehen schlecht in der Karre hier, da steht das Ding hier Jahre. Genau, meiner, abhängen. Was? Das ist meiner. Der Traktor auch? Mit der Schaufel, nein. Ich wusste gar nicht, dass sie einen Fendt haben. Nein, ich habe keinen Fendt. Wo ist denn der Jimmy jetzt eigentlich hin? Da hinten. Der wird sich wieder in die Tüte reinziehen. Da. Guck mal, da steht da und linst hier rüber. Ja. Jimmy, hallo. Hallo. Denken. Sag mal, habe ich dir nicht irgendwas gesagt? Ey, was? Du sollst die Scheiße da stehen lassen am Hof. Können wir bitte das abhängen? Ist gar nicht. Pass auf, warte, ich komm, aber knall mir bitte keine. Ich zähle dich durch den Hof. Ich stopfe dich in die Mülltonne. Ey, pass auf, ich bleib hier auf der Seite vom Zaun und du da. Ja, du bleibst am besten von meinem Grundstück komplett, bevor ich hier ausraste. Na nu, das ist mein Onkel, sein Träger, das war der Dan. Was? Das ist mein, das ist meine Schaufel. Das ist nicht deine. Wo ist meine denn? Die war bei mir dran und du warst der letzte Jahr am Hof, der getankt hat, oder? Na, ich hab noch nicht getankt, ich find dein scheiß Tankding da nicht. Herr Schöffeldinger, warten Sie mit dem Verkauf, mit dem Einkauf, ich fahr gucken. Ja, okay. Unglaublich. Das macht jetzt aber trotzdem schon eine Servicepauschale von 100 Euro. Die könnt ihr ja dem Jimmy abknöpfen, bevor der alles in seine. Nö, der Jimmy arbeitet doch bei ihm. Wieso soll ich ihm das Geld abknöpfen? Der arbeitet nicht bei mir. Der weiß ich nicht, was der bei mir macht. Keine Ahnung. Hier macht jeder, was er will. Ich hab keinen eingestellt. Ich will keinen. Kein Mitarbeiter. Mein Frontlader hin. Das ist so nervig.
ist meiner. Schon wieder einen halben Tag rum. Herr Schöffeldinger, es ist meiner. Ey, okay, warte mal. Alter, echt? Wenn du noch irgendwas bei mir anfasst, dann hau ich die Schwindel weich. Da passt du bequem 50 Mal in die Box da hinten rein. Ey, nichts mehr. Chill mal. Nein, hier wird nicht mehr gechillt. Und zweitens, ey, ich hab das total verwechselt. Was denn? Das andere war grün. Gib mir aus den Augen. Ey. Gib mir aus den Augen. Und bezahl dem 100 Euro Bearbeitungsgebühr oder was weiß ich für einen Scheiß, was er haben will. Na, der hat gesagt, das wird von dir gezogen. Nein, nichts wird von mir. Du bringst die Scheiße hin, deshalb bezahlen oder was? Der spinnt doch. Schluss jetzt mit der Scheiße hier. Auf Wiedersehen. Nee, nicht. Nein, nicht auf Wiedersehen. Gar nichts. Null. Nein, nix. Mann. Ich verstehe das nicht. Alle Fahrzeuge haben keine Schlüssel. Alles ist abgesperrt. Aber trotzdem rennt hier jeder mit meinem Zeug rum. Das ist unfassbar. Ich verstehe das nicht. Entweder macht der Schöffelding den alle Nachschlüssel oder was. Das gibt's ja gar nicht. So. Und jetzt fahre ich mein Gras. Keine Ahnung, was ich mache. Unglaublich. London. No. It is a video. It is not only a play. Da tut mir ein bisschen leid, Junge. Sogar von London jemand hier zuschaut. Franconia Modding. Frag mal deinen Deutsch-Fan-Modder, ob der nicht das kann. Mein Deutsch-Fan-Modder? Wer soll das sein? Jakob? Hallo, das Ding. Wie meinst du denn, Franconia? Also den einzigen Deutsch-Fan Modder, den ich kenne, glaube ich, ist der Jakob, der uns für Lazy Farmer den Deutsch umgebaut hat für Freezy. Das ist, so viel ich weiß, der einzige, den ich kenne. Aber nochmal hallo an alle Neuen im Stream. Herzlich willkommen, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Ist halt, die Folgen hier machen mich verrückt. Die machen mich bekloppt. Irgendwann. Ach so. Den. Ob der mir einen Mähdrescher bauen kann. Aber die Idee ist schon mal nicht schlecht. Fragen kosten nichts, ne? Markus, ja, das stimmt. Weil ich war jetzt von Deutsch-Fan-Modder, weil er moddet ja, er mappt ja auch, er tut ja alles machen. Er ist jetzt nicht nur Deutsch-Fan. Also Deutsch-Modder. Deshalb war ich jetzt etwas verdutzt.
So, im Auge. Sprit kostet Zeit. Ich habe mit Sicherheit mittlerweile mehr Sprit damit verplempert, mein Zeug wieder heimzuschleppen, wie mit dem Sprit, den ich auf dem Acker verbraucht habe. Und wenn die mich mal arbeiten lassen würden hier, wäre das Faktor Zeit überhaupt kein Problem. Aber da ich ja mehr mit meinen Fahrzeugen Rückholungen und Gedöns zu tun habe, wie mit meinem eigentlichen Bauerndasein, ja. Ist das natürlich jetzt auch schwierig. Soll ich recht hier vorbeifahren oder? Alter, was macht der hier? Oh nee. Was steht denn hier? Egal. Ja, genau. Ich tue alles sofort wieder wegpacken, sobald ich irgendwas nicht mehr gebraucht habe. Kommt alles weg. Aber hier kommt alles wieder, keine Ahnung. Das geht hier schneller, wie ich umgucken kann. Ja, genau. Da hast du genau mit dem richtigen Mitleid. Das stimmt natürlich. Die armen, armen Dorfbewohner. Ich habe die mal von ihrem korrupten Bürgermeister befreit. Die armen Dorfbewohner. Dass ich lache. So, womit fahre ich das denn jetzt rein? Ich kriege kein Gras mehr weg. Du musst das Gras irgendwo hinkippen. Ich glaube, in den Stall geht nichts mehr rein, ne? Ja. Aber gut, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da. Ein Abo wäre ein Träumchen. Und wenn ihr mit uns reden wollt, kommt im Teamspeak vorbei. Die Nummer dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und bis dahin, haut rein, ne? Tschüss!